Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 11. Sonntag nach Trinitatis. Kennt ihr das, wenn geistlich bedeutsame Sachen anstehen, denn äußert sich das oft so, dass jede Menge schief geht. Also so ein Tag ist heute jedenfalls, geht jede Menge schief. Deswegen hoffe ich, dass geistlich heute ganz viel passiert. Also mit der Übertragung ins Internet, das hängt noch nicht zu verstehen. Klappt das? Klappt auch nicht. Laurenz, kannst du mich mal entmuten, bitte? Was? Auf dass ich zu verstehen sei. Hast du ein Signal von mir? Ja, bin ich zu hören? Ja. Ja, jetzt geht es. Ah, super. Siehst du, ein Problem wieder gelöst. Der Wochenspruch dieses Sonntages lautet: Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Die Hochmütigen, das sind die, die sagen, oh, ich kann das alles. Ich kann das alles aus eigener Kraft, ich brauche keine Hilfe. Kann aus eigener Kraft gut sein. Und Gott sagt, nein, geht nicht. Die wichtigsten Dinge im Leben, die gibt es nur geschenkt. Wir werden nachher in der Predigt davon hören. Das ist ziemlich extrem, so viel sage ich schon mal. Glücklicherweise liebt Gott uns nicht deswegen, weil wir gut sind, sondern einfach, weil wir sind. Davon handelt das erste Lied. Wo ich auch stehe. Dass du mich kennst und trotzdem
hört Worte des 145. Psalms in einer Übertragung von Volker Mantei. Ach, wie gut das doch tut, auf dich zu vertrauen, mein Gott, mein König. Wie wundervoll sind deine Namen, jeden Tag will ich sie nennen bis ans Ende meiner Tage. Niemand kann tiefer fallen als in deine Hand. Die vom Leben müde sind, die richtest du wieder auf. Alles liegt offen zutage, was du für deine Menschen bestimmt hast. Die Gnade liegt offen zutage und die Hilfe, die der bekommt, der sie erbittet. Wer auf dich vertraut, braucht keine Sorgen mehr zu haben. Das gilt für alle, die dich lieben. Nur für die, die dich nicht ernst nehmen, wird das nicht gelten. Wie wundervoll sind deine Namen. Ach, ich will es sagen, laut und deutlich, immer und überall. Ehre sei dem dreieinigen Gott. Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Epistel des heutigen Sonntages ist zugleich der Predigttext und ist aufgeschrieben im Brief an die Epheser, Kapitel 2. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt.
So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns bereitet. Thank you.
Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Thank you.
noch oder lebst du schon? Wessen Vogel ist das? Ikea. Ziemlich frecher Slogan. Der wird seit 2004 verwendet, aber er spricht die Menschen an. Wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist ja so ein Gefühl in uns. Leben, wer will das denn nicht? Aber was bedeutet denn das? Leben, wirklich leben meine ich. Und nicht bloß vor sich hin vegetieren oder gelebt werden, nur Arbeit, Schlaf und Essen. Wie bekomme ich mehr Leben ins Leben? Wenn es wirklich stimmt, was die Bibel über Gott sagt, und davon bin ich überzeugt, dass er die Quelle des Lebens ist und dass er uns dazu erschaffen hat, dass wir mit ihm eine Freundschaft leben, dann hat logischerweise erfülltes Leben auch immer mit Gott zu tun. Ein Leben ohne ihn ist zwar möglich, aber zutiefst sinnlos, weil wir unsere Bestimmung einfach nicht erfüllen. Und dann nützt auch das beste Möbelhaus nichts. Wenn man einen Adler hat, der nicht frei durch die Lüfte segelt, sondern in einem Käfig vor sich hin vegetiert, dann nützt es ihm auch nichts, wenn man die Gitterstäbe bunt anmalt, sondern er braucht Freiheit. Paulus geht im heutigen Predigttext so weit zu sagen, solange ein Mensch nicht mit Gott im Reinen ist, solange er ohne ihn lebt, ist er praktisch tot. Sozusagen ein Zombie. Ich lese uns das nochmal vor in der Luther-Übersetzung. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, lebendig gemacht mit Christus. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Boah, komplizierter Text. Den musste ich echt ein paar Mal lesen, um so ansatzweise zu verstehen, was er eigentlich sagen will. Ganz viel Gnade, okay, die blitzt da auf, dreimal kommt das Wort Gnade, dreimal das Wort Jesus Christus, aber, oh. Und dann dieser Gedanke, zu der Zeit, als wir ohne Gott gelebt haben, waren wir tot. Auch wenn wir geatmet, gegessen und vor allem gesündigt haben. Das Problem ist ja, die Erkenntnis darüber, die kriegst du erst im Rückblick. Ein Atheist würde sich wehren gegen diese Unterstellung, wenn man zu ihm sagt, du bist geistig tot. Er würde sagen, du spinnst doch. Ich kann auch ohne dein Märchen Gott richtig gut leben. Und solange der Adler im Käfig sitzt und das nie anders kennengelernt hat, weiß er nicht, was ihm fehlt. Aber wenn du ihn freilässt und er dann einmal durch die Lüfte gesegelt ist, dann sagt er, wow, vorher war ich in einem Käfig, jetzt bin ich frei. Und wenn ich dieses Bild, was Paulus hier malt, ernst nehme, kann es ja auch gar nicht anders sein. Ihr wart tot. Ja, was kann ein Toter denn? Nichts. Dem kannst du sagen, steh doch mal auf, beweg dich, geht nicht. Du kannst ihm sagen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, das kann er nicht. Er ist tot. Damit da irgendwas passieren kann, damit ein Mensch, der ohne Gott lebt, zu einem hingegebenen Christen werden kann, muss ein Wunder passieren. Um im Bild zu bleiben, eine Totenauferweckung, eine geistliche Wiedergeburt. Und Paulus schreibt, das ist die Erfahrung, die uns verbindet, dass wir das erlebt haben. Wir sind von Gott ins Leben gerufen worden.
Gott hat hineingesprochen in unser Leben. Da gab es ein Vorher und ein Nachher. Wohlgemerkt, er schreibt an die Christen der ersten Generation. Da gab das noch niemanden mit einer frommen Großmutter. Das gab es damals noch nicht, dass Menschen von klein auf mit Jesus aufgewachsen sind und dann als Erwachsene sagen konnten, eigentlich war er immer bei mir. Vielleicht gab es ja mal einen Punkt, wo ich bewusst Ja gesagt habe, bei manchen die Konfirmation, das ist ja so ein Ja zu Gott, aber so richtig spektakulär war das eigentlich nicht. Und dann kann man sich wunderbar drüber streiten, es gibt Leute, also, die sagen, wenn du wirklich ein echter Christ sein willst, dann musst du so ein Datum haben. So mit Ort, Uhrzeit, Datum, wann hast du Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen? In meiner Geschichte war das so, ich hab so ein Datum, da gab es auch ein sehr klares Vorher und Nachher, aber viele andere haben das nicht. Und deswegen sind sie ja keine schlechteren Christen. Wichtig ist der Ist-Zustand, ob wir jetzt in der Gnade stehen, nicht ob wir sagen können, wann das genau passiert ist. Bei manchen gibt es die großen Dramen, die mussten buchstäblich durch die Hölle gehen, die haben mit Drogen zu tun gehabt, waren kriminell oder in der Gosse oder was weiß ich, und Jesus hat sie da rausgeholt. Und andere hatten das Glück von klein auf, immer dieses Wissen darum zu haben, Gott ist bei mir, ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gnade heißt, hast du nicht verdient. Musst du auch nicht. Ihr kennt das Wort gratis, da gibt es was umsonst, das kommt vom lateinischen gratia, was Gnade heißt. Gnade heißt, du musst es dir nicht erarbeiten. Und ein Toter kann das ja auch nicht. Der kann gar nichts mehr. Gott hat sein Machtwort gesprochen und dir deinen Glauben geschenkt. So wie er auch am Ende der Zeiten sprechen wird und alle, die auf dem Friedhof liegen, zu sich ruft. Die Toten werden auferstehen. Da haben wir eben im Glaubensbekenntnis gesprochen. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen gruselig klingt. Ich wurde übrigens letztens gefragt, wie ist das eigentlich, wenn wir sterben? Sehen wir denn jetzt gleich Jesus oder müssen wir jetzt erst warten, bis die Welt zu Ende ist? Ich habe gesagt, es macht keinen Unterschied. Weil wenn du tot bist, merkst du nicht, wie die Zeit vergeht. Das ist so ähnlich wie beim Schlafen. Du machst die Augen zu und wieder auf und dann sind 6 Stunden oder sowas vergangen. Und so ist das im Tod auch. Also anfühlen wird sich das auf jeden Fall so. Wir machen hier die Augen zu und blicken dann in das lächelnde Gesicht von Jesus. Aus Gnade seid ihr selig geworden, schreibt Paulus. Und er, Gott, hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Wir stehen schon mit einem Bein im Himmel. Was soll das heißen? Der Chef holt seinen jungen Angestellten ins Büro und sagt, Herr Petersen, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Leistung. Und ich habe nachgedacht, und wissen Sie was, ich sehe Sie in der Führungsebene. Tatsächlich. Und wenn Schulze-Meyer in Pension geht, dann können Sie seinen Posten übernehmen. Und ich denke, wenn Sie einverstanden sind, dann fangen wir schon mal damit an. Wir schicken Sie auf Fortbildung und bereiten Sie auf diesen Sprung vor. Natürlich werden wir auch Ihr Gehalt entsprechend anpassen, ist ja klar. Sind Sie einverstanden? Und der junge Mann sagt, oh, okay, mache ich, gerne, super, toll, ich freue mich. Gott sagt, ich sehe dich schon im Himmel. Klar, ich meine, noch bist du auf der Erde, noch ist Meier Schulze nicht in Pension, aber ich sehe doch deinen Weg schon vor mir. Und bis das soweit ist, machen wir schon mal ein paar Fortbildungen, damit du dich im Himmel auch zurechtfindest. In meinem Himmel sind die Menschen liebevoll zueinander, da helfen sie sich gegenseitig. Und das trainieren wir jetzt. Also tu das Gute, leb in der Liebe, sei freundlich und hilfsbereit und ganz nebenbei machst du die Erde dadurch zu einem besseren Ort. Das ist der Plan.
Es geht nicht darum, dass du dir den Himmel erarbeiten musst. Ich war gestern in Neukirchen mit den Konfis, also mit den älteren Konfis, und da haben wir ein Luther-Clan-Spiel gespielt. Und ich hatte die Rolle übernommen von Tetzel. Ich durfte Ablassbriefe verkaufen. Das war sehr witzig. Ansonsten war das Spiel so, du musstest immer an verschiedenen Stationen, da saßen Leute in mittelalterlichen Gewändern und du kriegtest immer irgendwie was, was du für eine andere Station brauchtest, um am Ende die Dinge zusammen zu haben, die man brauchte, um Luther zu befreien. Und ich war also dazwischen eigentlich völlig außerhalb dieses Spielsystems und habe den Konfis Ablässe verkauft. So. Es war echt spannend. Hast du schon mal gesündigt? Nö. Du hast schon die Sünde der Lüge. Okay. Ja, was machst du jetzt? Ja, siehst du, ich habe hier einen Ablass. Das ist deine Eintrittskarte ins Himmelreich. Die brauchst du. Ja, was kostet die denn? Ja, was gibst du mir? Da haben wir gehandelt. Ich habe Kekse gekriegt. Und einmal habe ich mal sowas abgenommen, was eigentlich fürs Spiel braucht. Das fand der Spielleiter nicht so toll. Aber am Ende hatten sie alle ihre Ablässe. Um dann festzustellen, sie sind völlig wertlos, sie kann ich in diesem Spiel überhaupt nicht brauchen. Wir haben an verschiedenen Stationen versucht, sagen, kann ich hier einen Ablass loswerden? Nee, kamen sie zu mir. Was muss ich mit dem Ablass machen? Ich sage, das musst du an der Himmelstür Petrus geben. Sind sie losgegangen, an die Himmelstür gesucht. War keiner da. Ganz am Schluss haben wir die Dinger verbrannt. Du brauchst es nicht. Der Glaube, die Gnade alleine reicht. Wir brauchen keine Punkte sammeln. Den Himmel gibt es nur geschenkt. Und als angehender Himmelsbürger, als ein Mensch, der schon mit einem Bein im Himmel steht, als einer, der die Liebe und die Vergebung Christi in seinem Leben erfahren hat, ist es doch das Natürlichste der Welt, dass wir entsprechend leben. Natürlich, kommt mal vor, dass wir so in alte Sünden wieder zurückfallen, aber wir werden merken, es gefällt uns nicht mehr. Das, was wir früher gefeiert haben, da leiden wir heute drunter, weil wir merken, das passt einfach nicht mehr. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ikea spricht ganz geschickt ein Lebensgefühl an, das uns mit gutem Grund umtreibt. Die Angst, das Leben irgendwie zu verpassen. Das Problem ist nur, wenn du im falschen Zug sitzt, nützt es dir nichts, wenn du dein Abteil nett dekorierst. Ein Möbelhaus kann bei dieser Frage nicht weiterhelfen. Aber Gott ist die Quelle des Lebens. Deswegen, wenn du zu den glücklichen Menschen gehörst, die glauben können, pflege das. Gib dem Raum in deinem Leben. Lass nicht zu, dass dir diese wertvolle Gabe genommen wird. Amen. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Das ist eins von den alten neuen Liedern.
meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. Unserer Gemeinde beizutreten und wollte auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ja. Kommst du mal nach vorne und lässt dir von Kerstin das Mikro nehmen. Und dann knickst du das am besten an dein T-Shirt. Nimm die Maske ab, dann weißt du, was das macht. Einfach so in die Hand gelaufen. Hallo, ich bin Thomas. Viele kennen mich schon von der Bühne hier, weil ich bei Jörker schon lange Bass spiele. Und ich war jetzt viele Jahre in der Arche Flensburg, in der Freikirche. Und bin da von dem Pastor Manfred Vetter getauft worden, weil ich 2006 in einem Glaubenskurs gesagt habe, boah, das mit Jesus ist toll. Das will ich leben. Ich war vorher auf esoterischen Wegen unterwegs und die haben mir nicht wirklich Ruhe und Frieden in mein Herzen gebracht. Aber als ich dann im Glaubenskurs entdeckte, dass es mit Jesus ein Gegenüber gibt, bekam ich Ruhe und wurde echt wieder glücklich. Irgendwann hat Manfred gesagt, mein Freund Jörg Arndt in Havetorf, der braucht Hilfe am Bass. Die Bassistin ist gerade schwanger. Und dann war sie das erste, zweite und dritte Mal schwanger und irgendwann war ich dann fest in der Band. Das war so eine Entwicklung über ein paar Jahre. Genau, und dieses Ding ist jetzt irgendwie 8 Jahre her. Dann kam auch jetzt letztens noch, also ich hatte vor 2 Jahren, hatte ich ungefähr ein Gebet, wo ich sagte, es wird mir alles zu viel. Ich spiele in der Arche, auf der Bühne Bass, ich spiele hier Bass. Ich spiele auch in Breklung manchmal bei Bruno Spießwinkel, unterstütze ich das Lobpreisteam, es war mir alles zu viel und ich sagte zu Gott, Mensch, das geht doch nicht, ich drehe hier am Rad für dich. Und dann war der Impuls 2 Termine die Woche und dann kam Corona und es war die Errettung für mich. Ich hatte keine Termine mehr, es war toll. Genau, das war jetzt, ihr wisst, wie lange das her ist. Und in dieser Zeit hatte ich einfach auch Zeit nachzudenken. Es war für mich Sabbat. Es war einfach mal runterfahren nach den vielen Jahren und auch dem Empfinden, für Gott was tun zu müssen und loszusprinten und ich mache und dann wird es besser. Aber Gott sagt mir was anderes, was Jörg die ganze Zeit schon sagt. Ja, du bist reich beschenkt, mein Königskind. Genau. Und ich habe mir gesagt, ich will hier sein. Hier ist schön bei euch. Jörg glaubt an die Bibel, dass es Gottes Wort ist. Und ich habe mit einem Bruder zusammen, habe ich ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin noch in der Arche und Freikirche, das ist ja irgendwie auch besser. Und so Sachen habe ich gedacht, aber ich lege es einfach Gott hin. Und hatte im Gebet, habe ich 3 Wünsche geäußert. Das eine war, dass ich eine Gemeinde vor Ort habe. Und das war mir wirklich unangenehm, immer nach Flensburg zu fahren. Und das zweite war, dass ich einfach die Leute dann eben auch treffe und dass es nicht nur an meinem Musizieren festgemacht wird, sondern dass man einfach Menschen treffen kann und ein Gespräch ist im Alltag. Das war echt wichtig und gut. Und ich habe in dem Gebet die Augen geschlossen und sofort war Havetorf da. Und letzten Dienstag habe ich zu Jörg gesagt, ich will hier in die Landeskirche eintreten und möchte hier in Havetorf sein und bin jetzt hier. Ja. Ich dachte, ich soll so eine kleine Predigt draus machen. Das reicht noch. Ja, schön, dass du da bist.
Samstags morgens trifft sich ein kleiner Gebetskreis im Gemeindehaus, wo er es leitet. Und dort sind Mitbeter herzlich willkommen. Also wer sich das vorstellen kann, sprecht ihn an, lasst euch darüber informieren. Bitte nun die Gemeinde sich zu erheben. Elfriede Greve aus Hostrup ist verstorben und wir haben sie im Alter von 100 Jahren hier auf unserem Kirchhof im Glauben an die Auferstehung beigesetzt. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke für das lange Leben, das du Elfriede Greve geschenkt hast. Und danke, dass sie trotz ihrer körperlichen Einschränkungen zum Schluss immer noch fröhlich sein konnte und dankbar für alles, was ihr Gutes in ihrem Leben widerfahren ist. Danke, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und wir bitten dich, dass sie jetzt das Licht der Herrlichkeit schauen darf. Und wir bitten dich für alle, die jetzt um sie trauern, denen sie fehlt, dass du sie tröstest. Amen. Dankeschön. Folgende Termine stehen an. Am Donnerstag um 15 Uhr ist im Gemeindehaus Bibelstunde. Prediger Hennemann. Hennemann. Prediger Hennemann wird kommen und sie halten. Am Freitag 15 Uhr im Gemeindehaus Basteln für Jedermann. Die Konfis treffen sich am Samstag hier vor dem Gemeindehaus zu einem Nachmittag zum Thema Taufe. Und am Sonntag wird das dann praktisch, da ist um 11 Uhr Seegottesdienst mit Taufen im Habetofter See. Betet mal dafür, dass das Wetter wieder ein bisschen anzieht, dass meine Konfis da nicht festfrieren bei der Taufe, das wäre schade. Und Sonntag in einer Woche, am 29. wollen wir es versuchen, mal Abendmahl zu feiern. Wir haben so ein bisschen überlegt, wie wir das Corona-kompatibel gestalten können und das wollen wir am übernächsten Sonntag machen. Danke für die Kollekte vom letzten Sonntag. Wir haben gesammelt für Flüchtlingskinder in Israel 102,47 Euro und für den Erhalt unserer Kirche 34,10 Euro. Heute wieder Körbchen draußen auf dem Tisch. Da sammeln wir für die Diakonie Alt-Holstein. Ganz wichtig bei denen ist, die haben in Neumünster ein Ankunftszentrum. Dort kommen ganz viele Flüchtlinge an, die Hilfe brauchen, die psychologische Betreuung brauchen und all solche Dinge. Und diese wichtige Arbeit dürfen wir heute mit unserer Kollekte unterstützen. Notwendige Einzelfallhilfen, Umsetzung von Hilfsmaßnahmen für die Geflüchteten und die erforderliche Sprachvermittlung. Das ist das, was finanziert werden soll. Der Opferstock ist wie immer für unsere Kirche. Lasst uns singen das nächste Lied. Thank you.
zu antworten, dass wir auch eingangs miteinander singen. Ist uns völlig egal. Und nun bitten wir dich, hilf uns, die guten Werke zu entdecken, die du für uns vorbereitet hast. Hilf uns zu wachsen im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Hilf, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten diese Welt zu einem besseren Ort machen. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Für die Feuerwehrleute im Mittelmeerraum und die vielen Menschen, die dort alles verlieren, was sie besitzen. Für die Opfer des Erdbebens in Haiti. Für die Menschen in den ärmeren Ländern, die sich keinen Impfstoff gegen Corona leisten können. Für unsere geschundene Erde und das Weltklima. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Menschen in unserem Umfeld, die so gar nichts von dir wissen wollen. Rühre ihre Herzen an, führe sie hinein in ein Leben mit dir. Wir bitten dich für die Menschen in unserer Gemeinde, die leiden müssen, die schwer krank sind, deren Beziehungen zerbrechen, die wirtschaftliche Probleme haben oder sich um einen geliebten Menschen sorgen. Bitte komm du in diese Situation hinein, gib die Kraft zum Tragen, gib Weisheit und Stärke. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Sein Angesicht auf dich.
und gebe dir Frieden.